Herzlich willkommen zurück in Arenaplatz, in Enderal und auf dem Arenaplatz. Im letzten Part hatten wir eigentlich versucht, den nächsten Kampf zu bestehen, aber sind da doch etwas gescheitert. Wenn wir mal so es richtig reinhängen, werden wir es wahrscheinlich immer schaffen, aber wir sind halt, glaube ich, einfach zu schlecht ausgestattet für den Moment. Stattdessen möchte ich nochmal in der Bank vorbeischauen. So, und zwar müssen wir dafür auf den Marktplatz, denn wir haben jetzt einen Schlüssel zu einem Goldfach. Und dieses Goldfach würde ich, glaube ich, gerne mal ausheben. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz nach, wie dieser Tresorschlüssel Fuchshans 1121. So. Moment, ich muss mich erst orientieren. Ah, hier sind wir. Ihr seid ab, oder? So, okay. Denn ich möchte, bevor wir da irgendwas machen, möchte ich mal reinschauen, um wie viel Gold es sich denn eigentlich handelt. Denn diejenige, die uns da diesen Schlüssel mehr oder weniger, uns den Ort des Schlüssels genannt hat, meint ja, dass sie fast alles schon aufgebraucht hat von dem Geld. Von dem her, viel wird wahrscheinlich nicht mehr übrig bleiben, oder übrig sein. So, haben wir hier schon welche. Ah, hier sind auch schon welche, jawohl. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr ganz genau. 1, 1, 2, 2 war es aber nicht, ne? Das war 1, 2, 1, 1. Nein, das ist der Balsamierer. 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Hier scheinbar nicht. Wobei, hier könnte was sein. 1, 1, 1, 1. Was ist das? Man sieht es gar nicht. Ich nehme mal hier das Magielicht. Das neue. Ah, hier ist... Achso, hier ist gar nichts. Ups. sieht man es wenigstens, dass da gar nichts ist. Okay, aber hier sind wir irgendwie noch falsch. Schreitet wohl. Irgendwie sind die doch nicht so richtig sortiert, diese Fächer, habe ich das Gefühl. Ich meine, hier ist überall die 2 vorne. Das ist ja eigentlich auch sinnvoll. Aber oben sind auch wieder welche mit einer 1. Okay, hier ist nur eine 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 2, 1. Der Fuchshans. Okay. Ich speichere mal richtig, weil ich weiß nicht, wie gut das jetzt ist, wenn wir hier alles klauen. Nicht, dass wir da noch Probleme bekommen, aber ne, wir nehmen das erstmal mit. So. Die Wache hat nichts gesehen, das ist ganz gut. Wir haben ja den Schlüssel, wir dürfen da ja ran, ne? Wer den Schlüssel hat, dem gehört's. Oder so ähnlich. Und jetzt gehen wir mal zu dem Mildert und schauen einfach mal, was der so zu sagen hat. So, genau. Bringen wir den mal zum Mildert. Bin wirklich gespannt, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, dass wir das leergeräumt haben. Weil wenn ja, werden wir vielleicht doch nochmal das laden. Deswegen habe ich ja gerade den Safe erstellt. Na, wir werden sehen. Denn der Mildert scheint ja in der Tat auch... Naja, gut. Er hat sich nicht gerade ehrenhaft verhalten. Aber ich... Aber sich nicht ehrenhaft verhalten ist ja jetzt eigentlich, ja gut, hier in der Welt ist es vielleicht schon ein Verbrechen, ich weiß es nicht. Malfas zum Gruß. Krieg, Verlorene und Chaos überall. So, da haben wir den Kollegen doch. Oder auch nicht. Ja, okay, sieht wirklich nicht so gut aus. Also wir haben hier überall Blut und irgendwie müssen wir jetzt wieder zurück. Ich glaube, wir müssen jetzt in Silas Behausung. Das heißt, das müssen wir wieder irgendwo in die Unterstadt zurück. Wahrscheinlich, wir gehen mal auf den Marktplatz vielleicht. Wahrscheinlich ist es eher bei den Baracken oder so. Aber Marktplatz ist auf jeden Fall schon mal eine gute Richtung. So. Oder ist es hier sogar richtig? Nee, ist es hier sogar richtig. Sehr schön. Wohnbaracke. So, ich habe ein bisschen Angst, dass uns da gleich Ratten oder so entgegenkommen. Schauen wir mal. Oder noch schlimmer, irgendwelche... Oh, ja, das ist noch schlimmer. Hilfe, Hilfe. Y wollte ich drücken. Y wollte ich drücken. Y. Warum kann ich keine Attrappe? Ach, ich habe die Attrappe jetzt gerade. Wahrscheinlich. Jetzt. So, schon viel besser. Ein verkümmerter Eiterkäfer. Okay, ist jetzt nicht so mega stark. In Skyrim fand ich die immer super stark. Wegen dem Vergiftungseffekt. Aber hier ist er zum Glück nicht ganz so stark.
Ist ja auch nur ein Verkümmerter. Also wenn er nicht so verkümmert wäre, dann wäre er wahrscheinlich ein bisschen heftiger. So, ich hoffe, er hat uns jetzt mit nichts angesteckt. Das war in der Tat so ein bisschen, naja. Aber dann schauen wir uns mal um. Denn das ist auch unser Auftrag. Wir sollen uns hier umschauen. Krabbenstaubflasche. Rote, leer. Ein Papier. Das Papier ist, hier ist Schmutz verkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von Cetrigant geschrieben. Gunam. Netter Kerl. Einer von den Sichelfritzen. Scheint öfters kommen zu wollen. War rücksichtsvoll und hat immer gezahlt. Warm halten. Lambert wollte nicht, dass ich seinen Namen herausfinde, aber hat sein Amulett mit dabei. Dachte wohl, eine ranzige Hure kann ich lesen. Haha, Überraschung, ist wohl Novize. Als würde mich das einen Scheißdreck scheren. War etwas rau, als wir es getan haben, aber hat gezahlt. Ist kein übler Kerl, glaube ich. Miser Darius, Oberstädter Schnösel und besteht darauf, mit Miser Darius angeredet zu werden. Wollte mich letztes Mal ums Geld prellen. Hab ihm mit Roko gedroht. Glaub nicht, dass der wiederkommt. Okay. Na gut. Ich meine, das war an sich erstmal interessant, aber erstens gibt uns das eigentlich nichts an und zweitens bringt uns das auch nicht unbedingt weiter, wenn wir den Kollegen da finden wollen. Oh, wir haben ja Münzhaufen. Ich kann mir schon vorstellen, aus welchen Geschäften die herrühren. Äpfel haben wir hier. Ja, wir sollten doch hier rein. Und jetzt müssen wir hier irgendwas finden. Ach, das Bild. Okay. Das schauen wir uns gleich mal an. Erst schaue ich mich hier nochmal kurz um. Ich sag mal so. Die scheinen ja auch durchaus Möglichkeiten gefunden haben, selbst an Geld zu kommen. Wenn ich es mal so bezeichnen darf. Na gut, okay, ich glaube, sonst gibt es ja wenig zu finden. Deswegen interagieren wir mal mit dem Bild. Und ich meine, wir sehen hier so eine Küste. Ich kann mir vorstellen, dass das quasi einfach ein Traum oder ein Ort ist, von dem sie träumt. Vielleicht sogar da, wo sie früher als Kind aufgewachsen sind. Und vielleicht hat sie den Kollegen auch dahin verschleppt. So. Genau, nach Seeheim sollen wir gehen. Genau, das scheint ja wichtig gewesen zu sein. Das dachte ich nämlich auch schon. Und deshalb würde ich sagen, wir nehmen hier Rückkehr. Da müssen wir nicht irgendwo zu einem Wegweiser laufen und den erstmal suchen, sondern wir gehen einfach direkt auf den Marktplatz. Nehmen uns dann einen Myraden und reisen da mal nach Seeheim, oder wie das Ding heißt. So. Ich bin gespannt, wo das genau ist. Scheint auf jeden Fall am Meer zu sein. Und es ist ein Zwei-Sterne-Gebiet, also da sollten wir Überlebenschancen haben. Schauen wir mal, wo müssen wir da hin? Wo ist der Questmarker? Ich sehe ihn nicht. Ah, hier. Okay, das heißt, wir sollten hier zur Steilklippe eigentlich. Zur Steilklippe, hier haben wir auch was Interessantes. Ich weiß, was das ist, da müssen wir erstmal nicht hin. Ja gut, zur Steilklippe und dann rüber Richtung Küste. Na gut. Dann gehen wir erstmal los, denn wir wollen natürlich Myraden nehmen. Die sind ja nicht sonderlich teuer und dann kommen wir schneller voran. Der Myrade. Und danach können wir eigentlich doch mal langsam die Hauptquest machen. Das wollte ich ja schon im letzten Teil irgendwann mal anfangen, aber dann kamen Dinge wie die Chorinsel dazwischen. Schreitet wohl. So, sicher doch. Jetzt, ich will fliegen. Moment mal, das war die Steilklippe. Ich muss sie hier sehen. So. Also für uns. Ach geil, jetzt haben wir hier wieder Animationen. Nur. Ach, wie geil. Kann es sein, dass wir noch nie mit dem Myraden hier geflogen sind? Nee, eigentlich nicht. Ach, wie geil ist das denn? Nur irgendwie der Myradenführer ist da gar nicht drauf, oder? Da waren irgendwie nur wir drauf, habe ich so das Gefühl. Das muss doch, glaube ich, schnalzen, wenn mich hier alles täuscht. Um dem den Weg zu zeigen. Oder war das woanders? War das in einem anderen Spiel? Nee, ich glaube, das war da. Aber das finde ich ja geil, wenn es bei jedem Turm so eine Animation gibt. Es ist verdammt cool. Aber vielleicht ist es sogar unser erster Myradenflug. Ich weiß es gerade gar nicht.
Zumindest mein erster Myradenflug mit einer Animation. Oh, so ein süßes, süßes Tier. Oh, bist du süß. Oh. Okay. Tut mir leid. Es ist mit mir durchgegangen. Ah, das kann mal passieren. So, wir haben ja einen schicken Turm. Auch hier würde ich sagen, reden wir mal kurz mit dem Kollegen. Aber okay, da gibt es nichts Neues. Wir haben auch immer eine sichere Truhe an den Türmen. Das ist eigentlich sehr praktisch, wenn man irgendwie Zeug ablegen will. Eigentlich ist es sogar wirklich praktisch, sollte man das eigentlich merken. Am Bett gibt es auch immer, aber meistens darf man dann nicht drin schlafen. Das ist eher ein bisschen schade. So, da hinten müssen wir hin. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal wieder so durch, dass wir hier alles auf dem Weg irgendwie mitnehmen, was uns jetzt so zumindest direkt auf dem Weg liegt. Und hier ist eine größere Festung. Weiß ich nicht, ob wir die direkt auf den Kopf stellen wollen. Ein Schaukelpferd. Irgendwie sieht mir das zu gruselig aus. Ich glaube, das machen wir mal anders. Oh nein. Wölfe. Niemand mag Wölfe. Niemand, hast du gehört? Niemand. Immerhin scheinen sie uns noch nicht bemerkt zu haben. Und scheinbar gehen sie auch auf die Attrappe. Huch. Gut, er hat mich nicht getroffen, ich habe ihn nicht getroffen. Da sind wir zumindest wieder ausgeglichen. Gut, jetzt haben die zumindest den Attrappeneffekt. Oh ja, den habe ich richtig im Lauf noch erwischt. Der Kollege ist auch fast hinüber. Na, von wo kommt er jetzt? Die sind schon gemein. Ohne den Kompass. Aber ich habe jetzt mal auf gut Dünken da irgendwie losgeschossen. Da kommt er doch. Und irgendwo ist noch einer. Versuchen wir mal mit einem Pfeil ein bisschen aufzuschrecken. Da hinten. Oh, komm. Da habe ich gerade gar keinen Bock da irgendwie. Aber scheinbar haben wir in der Festung auch was geweckt. Aber es scheint wieder schlafen gegangen zu sein, was auch immer es war. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was es war. Ach, guck mal, da kommt der Kollege jetzt, so wie es aussieht. Hat aber keinen Attrappeneffekt mehr. Aber wir haben ihn noch gerade so erwischt, bevor er uns ansprengen konnte. Ah, ich mag es eigentlich, die so im Sprung quasi zu erlegen. Das ist ganz cool. Schafft man aber natürlich nicht immer. So haben wir hier so ein Lager. Das ist wahrscheinlich so eine Art Banditenlager. Ich glaube fast nicht, dass es ein freundliches Lager ist. Aber wir schauen mal nach. Auf jeden Fall höre ich schon wieder Wölfe. So, das ist nur unsere Spinne. Ach du Heilige, erschreck mich doch nicht so. Scheiß Wolf, Heilige. Und ich dachte, unsere Attrappe hätte das unter Kontrolle. Okay, ihn haben wir hier. Ist allerdings der Bogen gerade weg. Und hinter uns höre ich auch schon Banditen auf uns schießen. Während von vorne noch ein Wolf kommt. Ein Vagabund. Heieieiei, das war ja hier kurz vom Tod. Gut, ihn haben wir. Wir sind jetzt zumindest auch im Zwei-Sterne-Gebiet, also ist jetzt nicht super easy hier. Ja, zumindest hat sie ein bisschen viel Zielwasser-Intus. Ja, gut, ich auch. Ah ne, ist glaube ich ein Eher, wenn ich das gerade an der Stimme richtig erkannt habe. Heilig, okay, also das war schon wieder brenzlig hier. Dadurch, dass halt die Wölfe kamen, die Attrappe war irgendwie plötzlich weg. Dann diese Vagabunden, die beiden. Puh. Ah, das war immer wieder. Aber wir haben es auch wirklich bravourös gemeistert. Gut, er musste einen Trank trinken, aber das geht ja noch. Können wir kurz gucken, wie viel Arkanistenfieber haben wir aktuell. Wo steht denn das noch? Ah, hier, 18. Also, es geht noch. Wir haben ja wirklich eine Menge Ambrosia auch dabei. Ist eigentlich kein Problem. Wir haben einen Bauplan für einen Stahlstreitkolben. Den nehmen wir mit.
eine Lehrlingstruhe, die wir direkt mal knacken wollen. Ah, die grobe Richtung haben wir und da ist auch schon offen. Mit Genesungstrank, Salz, Schockgift und einem geheimen Fach. Sehr schön. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so eins mitgenommen haben. Tja. Einfach, weil ich sonst immer so verwirrt bin und dann das einfach schließe. Und dann kann man es halt nicht mehr öffnen. Das ist eigentlich sehr dämlich. So, eine Kochstelle. Schauen wir mal, ob wir hier noch was machen können. Oh ja, ein wässriger Apfelkohleintopf. Muss aber auch wässrig sein. Alles andere wäre auf jeden Fall kein wässriger Apfelkohleintopf. So, wir schlafen noch eine Stunde und dann haben wir nämlich wieder volles Leben. So, hier ist ein cooler Helm, den wir aber leider nicht mitnehmen können. Und, was, wir können nicht mal eine Gesellentruhe aufmachen? Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Na gut, wir müssen dann scheinbar die Schriftrolle dafür nutzen. Das war falsch. So muss man es machen. Da. Und 48 Groschen. Na, immerhin. So. Na gut. Dann würde ich aber sagen, geht es jetzt eigentlich wieder zurück. Wir müssen nach da unten, so wie es aussieht. Ich glaube, man sieht sogar schon so ein bisschen, wo wir hin müssen. Hier so runter. Da ist auch noch so eine Insel. Da will ich jetzt auch noch drauf. So, da müssen wir wohl runter. Die Frage ist, ob wir hier irgendwo einen Weg haben. Eispranke! Ich habe eine Eispranke gesichtet. Und Wölfe habe ich auch gesichtet. Nee, es sind keine Wölfe. Nichts, womit ich mich jetzt beschäftigen will. Nicht jetzt, wo ich die Eispranke gesichtet habe. Leute, eine Eispranke. Wir dürfen keine... Stahlpfeil. Cool. Liegt ja einfach ein Stahlpfeil rum. Den muss der andere Kollege verschossen haben vorhin beim Kampf. Und der ist bis dahin geflogen. Krass eigentlich. So, jetzt. Wo habe ich die... Ich habe doch diese Eispranke gesehen. Da ist die Eispranke. Eispranke, Eispranke. Und nicht nur eine Eispranke, sondern auch Eisenerz. Was wir, glaube ich, nicht abbauen können, solange wir im Kampf sind. Das ist ja unpraktisch. Unpraktisch. Ich hoffe, die Kollegen da oben geben es gleich wieder auf. Sieht aber so aus. Das Auge schließt sich. Das Auge Saurons. Ah, da oben und da unten haben wir nochmal eine Krabbe. So, die ist auch weg. Aber eine Möwe, ich glaube, die lasse ich einfach mal. So, jetzt können wir endlich auch das Erz abbauen. Und darauf haben wir noch alle gewartet. Das Highlight für diese Folge. Ein richtiges Highlight. Das freut mich. Wir haben sogar einen Granatstein gefunden. Das hat sich eigentlich sogar wirklich gelohnt. Einfach nur deswegen sammle ich auch das Zeug, weil man Granatsteine finden kann. So, Meeresspalte. Ach, das ist eine Höhle hier. Gut, gehen wir gleich rein. Aber zunächst mal haben wir hier hinten noch Erz. Silber. Oh, das bauen wir auch sofort mal ab. Alle wollen Silber abbauen. Ich weiß, es ist immer das Spannendste. Für die meisten von euch ist das ja das Highlight der Folge, wenn ich endlich mal wieder eine Silbererzader finde und aushebe. Ganz ehrlich, hier irgendwelche coolen Gegenden oder einsame Inseln sind eigentlich... Erstmal, was für eine Insel ist das? Ach hier, diese Insel. Ah, da gehen wir auch gleich noch rauf. Das ist ja klar, in der Königsbucht. Könnte sogar sein, dass es dafür irgendeine Art Quest gibt, aber wir können ja trotzdem hin. Aber ganz ehrlich, wir sind hier direkt auf diese Höhle zugesteuert. Eigentlich durch Zufall, aber jetzt müssen wir da auch rein. Das heißt, wir gehen da mal rein und na, es ist bald wieder Zeit für die nächste Folge. Ich glaube, wir werfen zumindest mal einen Blick hier hinein. Einen Troll sehe ich da hinten schon. Ach komm, den Troll, den wollen wir mal ganz kurz noch Hallo sagen in dieser Folge. Da muss er nicht bis nachher warten, bis morgen warten. Na, kommt er heute noch dran, wird er heute noch abserviert hier. So. Kriegt der seine Portion mystische Pfeile. Das ist auch mal ganz wichtig. So, Kollege. Gut, das war's schon. Attrappe. Ach stimmt, die Attrappe hat, glaube ich, als Angst vor den Trollen, kann das sein. Ah, aber der hat die Bärenfalle hier aktiviert. Ist auch praktisch, dann laufen wir erstmal nicht rein. So, der hat noch ein bisschen Trollfett dabei. Und nun? Spannend hier.
Ein Esel hat der Troll hier erlegt. Aber kann natürlich sein, dass es wirklich hier eher was Kleines ist. Einfach nur eine... Aber da geht's weiter. Da geht es weiter. Aber geht es da weiter in der nächsten Folge? Da geht's weiter in der nächsten Folge. Okay, bis dahin. Schönen Tag noch und ciao.